Hallo Menschen und Marginisten, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem der letzten Videos, die ich hier habe. Und zwar, was ich so seit September so mehr oder weniger, wenn ich wirklich viel Zeit habe, suchte ohne Ende. Factorio. Factorio ist ein Spiel, das ich schon seit 2014, 2015, damals als es noch in der Alpha war, verfolgt hatte. Irgendwann mal ist mir das aus den Augen geraten. Ich habe es vor kurzem erst wiedergefunden und ja, dank Salia und ihren, also hauptsächlich dank Salia und den drei anderen von ihr, also ihr Freund bzw. ihr Mann, ihr kleiner Sohn und Meister Fox, möchte ich mich doch mal ganz herzlich bedanken, weil das Spiel wirklich, also mir zumindest, großen Spaß macht. So, Factorio ist ein Spiel, das sich ganz einfach erklären lässt. Man kennt es an dem Spiel. Bildschirm hier. Ja doch, es läuft flüssig. Gut, weil Factorio hat nämlich ganz gerne das Problem mit OBS, was ich sehr seltsam finde. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Meint OBS natürlich so, ich komme null klar damit. Zack, wir drücken das mal eben runter auf 2 bis 5 FPS. Jetzt seltsamerweise irgendwie funktioniert das mit 30 FPS, so wie ich es eingestellt habe. Von 60 lasse ich erstmal die Finger weg, weil ja. Ist er. So, ich möchte mal kurz euch das Spiel zeigen. So ein bisschen. Und möchte aber noch eins hinzufügen. Ich habe ja das normale Spiel, die Basismod. Also grundlegende Mod mit allen Standardspieldaten und den Standardkampagnen, also mit Kampagnen und Side Inserters. Heißt also, zeige ich am besten. Gut, wir starten mal ein neues Spiel. Gut, habe ich gelöscht. Ein neues Spiel. Ressourceneinstellungen normal, mittelgroß, Fülle ist normal, das reicht aus. So, Feindbasen, die machen wir mal aus. Das kann ich echt nicht gebrauchen. Ansonsten bleibt alles normal, ja. Dann wollen wir mal. Dies ist das freie Spiel von Factorio. Deine Aufgabe ist es, eine Rakete in den Weltraum zu starten. Dazu musst du ein Raketensilo bauen und eine Rakete mit einem Satelliten starten. Du wirst erweiterte Technologien erforschen müssen, um das Raketensilo freizuschalten. Fange klein an, arbeite dich durch Automatisierung hoch und vergiss nicht, dich vor den Einheimischen zu schützen. Gut, ja, das ist das Spiel Factorio. Es geht hauptsächlich um Automatisierung und um uns vor Feinden zu schützen. Ah, hier hat schon mal ein bisschen Holz. Kann ich gut gebrauchen. Wir sollen aus dieser Landschaft quasi... Wir wurden auf einen Planeten gesetzt. Eignet der Planet sich überhaupt zum Leben und so weiter? Und deswegen müssen wir... Ich drücke mal T. Die Technologieliste... uns durchforschen mit allem Möglichen bis zum Raketensilo. Es fängt klein an mit Automatisierung und so weiter und wir müssen es gilt in diesem Spiel verdammt viel zu automatisieren. Irgendwann erreichen wir auch Solarenergie, Forschung, wie wir brauchen, dann verbesserte Strommodule, Kernenergie und so weiter. Aber dazu erst viel später. Wobei ich allerdings auch nicht so viel zeigen möchte. Was hier? Ich habe jede Menge Kohle. Das ist super. Gut, hier hat Stein. Ich brauche jetzt erstmal auch reichlich Stein. So. Normalerweise dauert das Abbauen recht lange und ich möchte recht wenig abbauen. Ich will so früh wie möglich beginnen zu automatisieren. Noch ein bisschen Holz sammeln. Okay, das müsste reichen. So, reicht es für... Ja, wir wollen jetzt erstmal ein paar Steinöfen herstellen. Insgesamt 4 Stück. 2, 3, 4. Sehr schön. Und wir brauchen natürlich Eisenplatten und Eisenzahnräder. Hier haben wir schon mal ein großes Eisevorkommen. Gefällt mir. Wie viel dürften das sein? 15.000? Ne, mehr. 230.000? 745.000. Sehr schön. Ach, da, das zählt auch mit dazu. 216. Da unten hat es Stein. Hier hat es Kohle. Ja, liegt ein bisschen nah aufeinander. Soll mich nicht stören. Passt. Ach, das zählt auch mit dazu. Okay. Ja, wie mache ich das jetzt am geschicktesten?
Ich baue jetzt erstmal diesen befeuerten Erzförderer, den haben wir ja schon. Baue ich mal hier hin. Ja, doch so erstmal. Dann ein Ofen hier hin. Will schon mal ein bisschen Holz reinknallen. Der haut jetzt erstmal das ganze Eisen hier rein. So. So. Erkennt man hier an diesem Pfeil, der erbuddelt jetzt das ganze Erz und haut das ganze Erz hier rein. Das Erz wird durch den Brennvorgang zu Eisenplatten hergestellt. Und das brauche ich jetzt auch. Befeuerte Erzförderer, ja. Was brauche ich nochmal dafür? Okay. Zahnräder werden hergestellt und wunderbar. So. Bisschen Holz wieder nachfüllen. Also Holz ist in diesem Spiel eigentlich kaum der Rede wert. Holz ist, oder was heißt Holz? Die Natur ist unser Feind, kann man sagen. So, in diesem Spiel gibt es natürlich auch Tag und Nacht. Und ja. Erstmal wieder ein bisschen Holz sammeln. Holz werden wir später noch für Strommästen brauchen. Irgendwann werden die Strommästen aber eh ersetzt. Oh, super, da habe ich noch Stein. Huch, was zum... Ah, okay. Ja, ist alle. So, schauen wir mal. 1, 2, 3. So, einmal herstellen und nochmal herstellen. Und noch einen Ofen. So. Ich will jetzt erstmal nochmal. Das nehme ich wieder mit. Nehme ich mit. Platziere das so. Dann machen wir das so. Ungern. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lass ich erstmal ein bisschen laufen. Klar, da rechts hat es Kohle. Kohle ist wichtig. Das läuft dann etwas länger. Aber. Ja. So, noch mehr Stein. Sehr gut. 1, 2, 3, 4. Und gleich mal ein paar Öfen mehr herstellen. Weil wir brauchen irgendwann auch Heizkessel und so weiter. Ja, komm, Holz holen. Später gibt es noch, im Laufe des Spiels gibt es noch andere Methoden, um das Holz besser abzureißen und so weiter. Wie gesagt, Wälder sind unser Feind und wir müssen alles quasi automatisieren und zu einer gigantischen Fabrikanlage, wie nennt man das, entwickeln. Allerdings hätten wir Feinde, das mögen die Einheimischen auf diesem Planeten überhaupt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Das mögen die Einheimischen überhaupt nicht, das habe ich ja ausgestellt. Und die greifen uns an, je höher die Umweltverschmutzung ist. So, ein paar Eisenplatten nochmal holen. So, jawohl. Sehr schön. Wir haben jetzt 4 solche befeuerte Erzförderer und jetzt wollen wir Kohle haben. Und hier habe ich mir einen Trick abgeschaut. Den habe ich mir erfolgreich zusammengeklaut. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Normalerweise würde man jetzt das so machen und dann daneben eine Truhe bauen, um die Kohle schon mal einzulagern. Aber wir machen das ganz anders. Ich mache das erstmal so, so, dann so und so. Jetzt brauchen wir natürlich Kohle, um zu befeuern. Aber wir sind ja schlau, wir wollen alles automatisieren. Ich nehme einmal Holz und
eins rein. Der produziert jetzt Kohle. Haut es in den anderen rein. Der produziert jetzt Kohle. Haut es in den rein. Der produziert Kohle und haut es hier rein. Und jetzt produziert der Kohle. So, jetzt produzieren sie alle gegenseitig Kohle. Und die stapeln sich jetzt. Wenn das irgendwie verbraucht wird, füllt er dann automatisch nach. Ist eine geile Sache. Also, so kommt man am schnellsten an Kohle ran. Beweis. Zack, 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 zack. Schon haben wir 27 Kohle. Hoppla. Ja, und wie gesagt, die versorgen sich jetzt immer selber mit Kohle. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben schon mal Kohlevorkommen. Dann brauchen wir jetzt jede Menge Eisenplatten. Denn wir wollen... Kupfer, stimmt ja. Da unten hat es Kupfer. Das brauchen wir als nächstes. Gleich mal hier ein bisschen Stein abklopfen. Oh, da hat es auch noch Kohle. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, noch einen Ofen bauen. Und ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, denn jetzt kann ich ohne zu zögern den befeuerten Erzförderer herstellen. Davon brauche ich 1, 2, 3, 4 Stück. So, wie funktioniert das jetzt? Und zwar so. Machen wir das ganz banal. Dann brauche ich noch 4 Öfen. Dafür die Steine. Dann baue ich einmal hier, 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 na, hier und na, hier. Dann habe ich natürlich vergessen, noch mehr Kohle mitzunehmen. Und ich hatte noch einen Steinbruch. Ah. Steine braucht man eigentlich... Ja, ist nicht der Rede wert, dass man Steine braucht. Braucht man erst später im Spiel. Aber sicher ist es, wenn man jetzt schon mal etwas Steine holt. Jetzt will ich aber erstmal hochgehen zu unseren automatischen Kohleanlage. Denn wir müssen jetzt reichlich Kohle haben. Bestimmt schon über 100. Tot, ja. So. Ich habe jetzt erstmal hier eine Kiste platziert. Unten bei diesem Steinbruch. Da möchte ich jetzt erstmal mit X... Wie viele Stacks? 4? Ja, komm, 5 Stacks erstmal. Und das soll eine Zeit lang halten. Deswegen 50 Kohle. Das hebt eine gefühlte Ewigkeit. Also mindestens... lange. So. Was ich auch machen möchte ist... 25 hier rein, 25 hier rein, 25 hier rein, 25 hier rein. Dann will ich noch mal etwas Kohle abholen, dass ich auch wieder 50 habe. Wobei, na komm, wir nehmen hier 3 Kohlestücke raus. Ich sagte 3 Kohlestücke. Der Rest kann drin bleiben. Und habe ich vergessen zu erklären, der Erzförderer haut jetzt das ganze Stein hier rein. Und das Stein werden wir irgendwann noch brauchen. So. Dann wollen wir mal... Ach so, halte mal. Ich brauche 100 Kohleeinheiten. Da habe ich jetzt echt nicht nachgedacht. Ja. Komm, ein bisschen mehr Kohle mitnehmen. Ach, genau deswegen. Ja gut, ist jetzt allerdings auch kein Problem mit dem Eisen. Wir brauchen nämlich auch Kupfer. Und deswegen möchte ich erstmal hier auch den Kupfer in Betrieb nehmen.
So, gleiches Prinzip wie beim Eisen. Die befüllen jetzt den Ofen. Die Ofen verheizen das gleich zu Kupferstahlplatten. Oder ja, Kupferplatten. Nicht Kupferstahlplatten, das ist Schwachsinn, Kupferplatten. Was rede ich auch wieder für einen Müll? Also, wie gesagt, es geht vollkommen ums Automatisieren. Und mein Ziel, was ich erreichen möchte, ist eine Stromversorgung herstellen. Wow. Wir brauchen jetzt jede Menge Eisenplatten. Klar, ich könnte jetzt noch weitere Erzbeförderer hier entlang bauen und die alle dann in die Öfen jagen. Allerdings brauche ich die befeuerte Erzförderer nach einer gewissen Zeit überhaupt nicht mehr. Wir haben hier schon mal ein Wasservorkommen. Wir haben hier Eisen. Da unten ist Kupfer. Ich überlege schon mal, wo ich eine Art Schmelze einrichten möchte. Das Problem ist, was ich schon viel zu häufig gemacht habe, ist, alles auf einen Haufen zu bauen. Quasi in diesem Areal Schmelzeproduktion und so weiter. Man sollte so weit wie möglich auseinanderbauen. Quasi hier zum Beispiel der Schmelzbereich für Eisen zum Beispiel. Oder ja, hier der Schmelzbereich für Eisen, weiter hinten irgendwo und dann alles so ein bisschen zusammenführen, wo man dann braucht. 28 Eisenplatten schon. Nicht schlecht. Gut, das wird jetzt alles etwas dauern. Da hat es ja noch Holz drin, stimmt ja. Das Holz hebe ich mal im Inventar auf, ganz einfach, weil wir das noch brauchen. Deswegen hole ich schon mal Kohle. Dürfe ich jetzt auch gleich wieder über 200 haben? Na, okay, knapp. Manchmal geht es halt recht schnell. So, und möchte. Ach, das war blöd. Egal. So. Gut. Ich lasse das Ding jetzt erstmal ordentlich volllaufen und ich mache einen kurzen Schnitt. Ihr merkt nichts davon. Das wird jetzt nur kurz dauern und dann beginnen wir mit der Stromproduktion. Von daher, ja, bis gleich.